und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich habe jetzt seit anderthalb Wochen Urlaub und das tut mal gut, ein bisschen aufzuatmen. Und gerade bin ich hier an die holländische Nordsee mit meiner Familie und tanke ein bisschen Kraft. Genau. Es ist wieder eine neue Woche und ich bin mega motiviert, wieder arbeiten zu gehen und mal gucken, was mich erwartet. Also Urlaub tat mir richtig gut. Es tat gut, ein paar Tage mal mit der Familie zu verbringen und einfach mal auszuschalten. Aber jetzt ist wieder Zeit, wieder in meinem Alltag reinzukommen. Ich habe mir für heute einen Smoothie gemacht. Das ist ein Spinat-Smoothie mit Banane, Avocado, Mango. Ich muss morgens wirklich, ich muss Energie tanken. Ich habe schon mal erzählt, ich kann morgens nicht so viel essen. Und wirklich meine größte Sorge morgens ist, dass ich in die OP gerufen werde. Und ich habe noch nicht gegessen. Das ist ganz, ganz schlecht, weil ich kann nicht Nein sagen. Und ich weiß, wenn ich da reingehe, um zu essen, es wird nicht lange dauern, bis ich dann sage, ich muss abtreten. ich glaube, so ein Smoothie ist ganz gut. Das gibt mir ein bisschen Energie. Ich habe Kaffee schon getrunken, um richtig wach zu werden. Ansonsten, ich habe auch immer was in der Tasche. Ne? Nur, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, so Zeit zu finden, um wirklich zu frühstücken, ist sehr, sehr schwierig. Auch sogar manchmal so was zu trinken, das klingt komisch, aber wenn man so in seinem Film ist und durchkommen möchte, dann will man, dass eigentlich die Grundbedürfnisse komplett ignorieren, aber das ist nicht so gut. Da muss ich mich auch manchmal dann sagen, nee, Gesundheit geht vor. Ich muss was essen, ich muss was trinken. Wenn ich Pipi machen muss, muss ich mir die Pause nehmen und die einfach Pipi machen. Und genau. Meine Woche läuft bis jetzt ganz gut und heute steht wieder ein Nachtdienst an. Ich mag gerne die Nachtdienste, weil ich einfach die Möglichkeit habe, neue Sachen zu lernen, die ich im Tagdienst oft gar nicht sehen kann. Und in den Nachtdiensten bin ich auch oft auf mich allein gestellt. So lerne ich auch selbstständiger zu arbeiten. Hallihallo, so ich begrüße euch gerade aus meinem Dienst. Es ist gerade Mitternacht, 12:30 und ich habe gerade eine freie Minute und mache gerade eine Trinkpause. Und ich habe mir gerade so Gedanken gemacht, was ich eigentlich gerne mit euch teilen möchte und was wäre wichtig einfach für ein Video. Und dann kam es mir einfach so in den Gedanken, dass ich mal einfach darüber reden sollte, wie gut das Studium eigentlich uns auf dieses Beruf vorbereitet und wie ich das empfunden habe vor dem Berufseinstieg und wie ich das jetzt im Berufsleben empfinde. Bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ich hatte ein Video gemacht letztes Jahr im Sommer und da habe ich so reflektiert, ob ich gut genug bin für dieses Studium und ob ich gut vorbereitet bin, nicht für dieses Studium, für dieses Beruf. Und ich hatte zwischendurch meine Bedenken, zum Teil ja auch im PJ, weil ich manchmal nicht so gute Erfahrungen gemacht hatte in manchen Abteilungen, in der ich war. Aber auch, ich habe ja auch irgendwo gesehen, wo meine Stärken, wo meine Schwächen waren. Und irgendwo hatte ich das Gefühl, ich habe mehr Schwächen als Stärken gesehen. Und das hat mich so ein bisschen, zum Grübeln gebracht. Ich würde sagen, das Studium hat einem definitiv die Basis geboten. Also
viele Sachen, die ich halt im Alltag so begegne, klar hat man schon mal im Studium gehabt, die Basics halt weiß man einfach. Und es gibt dann so Aha-Momente, wo ich so merke, ah, okay, gut, dass du mal da aufgepasst hast, ne? Gut, dass du das mal gehört hast. Oder es gibt Sachen, die man schon mal gehört hat. Und ja, dann tauchen die halt wieder auf im Berufsleben und dann gibt dann so, dann leuchtet so eine Glühbirne. Ah, okay, das habe ich schon mal gehört. Aber ich habe so eher den Eindruck, dass, dass es gibt so viele Sachen, die ich im Studium nicht gesehen habe oder nicht mal gemacht habe. Und die begegnet mir einfach hier jetzt im Berufsalltag, ne? Also das Studium ist sehr, sehr theoretisch und man hatte ja zwar Praktika, Pflegepraktikum, Formulaturen, PJ, aber das reicht nicht aus. Also es ist einfach, die Praxis, die wir haben, bereitet einen nicht wirklich so sehr auf die praktische Phase im Klinikleben vor. Und viele Sachen macht man einfach das erste Mal, wenn man anfängt zu arbeiten. Und dementsprechend ist man einfach bei allem unsicher, weil man sich jetzt fragt, okay, mache ich das richtig? Ich habe das noch kaum gemacht und es fühlt sich jedes Mal immer wieder an wie im Anfang. Und ja, also da muss ich sagen, wenn es darum geht, praktische Fähigkeiten, finde ich, das kam einfach zu kurz im Studium. Ich habe mich mal mit einer Freundin unterhalten über ganz vielen Fächern im Studium, wo wir das Gefühl hatten, wir werden das nie wieder brauchen. Und wo wir einfach eigentlich wussten, wir werden einfach nur unseren Augen zudrücken, dieses Fach bestehen, denn wir verstehen die Hälfte davon nicht mal. Und ja, also ich hatte echt auch im Studium das Gefühl, dass viele Sachen einfach für mich nicht relevant waren, als ich. Nachdem ich dann wusste, okay, in welche Richtung es für mich gehen würde nach dem Studium. Aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, jetzt im Berufsleben begegne ich so viele Fächer. Man glaubt es gar nicht. Ich habe so viel mit innerer Medizin zu tun. Ich bin ja momentan in der GYN eingeteilt und wir haben ganz viele Karzinom-Patienten hier. Und ja, und die musst du einfach interdisziplinär halt betreuen. Oft sind das auch ältere Patientinnen mit schon zigtausend Vorerkrankungen, kardiologische Vorerkrankungen und die Nebenwirkungen von den Chemotherapien oder die Beierkrankungen von dem Krebs an sich, die man ja auch noch dann quasi mit betreuen muss. Oder zum Beispiel bei solchen großen Tumor-OPs, wo wir dann Darm, also einen Teil von dem Darm entfernen müssen. Und das machen auch dann quasi die gynäkologischen Kollegen und holen sich dann quasi einen Allgemeinchirurgen oder Viszeralchirurg dazu, der halt dann die Anastomose macht. Oder wenn wir halt in der Nähe von der Blase, wenn eine Verwachsung da war und die gelöst worden ist, oder bei Lymphknotenentfernung man halt an der Blase rankommt, da muss man auch Neurologen rufen, dass sie halt mal drüber gucken oder quasi die Blase übernehmen. Und wir haben auch viel zu tun ja, mit den Palliativmedizinern, mit Onkologen hinsichtlich Chemotherapieplanung und weiterer Versorgung. Aber was ich auch interessant finde, also in dem Haus, in dem ich bin, unsere gynäkologischen Ärzte machen halt im Port. Also Port ist halt quasi ein Zugang, den man halt legt. Und über diesen Zugang bekommen halt Tumorpatienten ja ihren Chemotherapie. Und das wird halt, es ist halt ein Zugang, was man in einem Gefäß reinlegt. Und normalerweise machen das halt Gefäßchirurgen. Aber hier in der GYN bei uns machen das die Gynäkologen. Ich kann es noch nicht. Deshalb, ich will dir nicht sagen, ich mag das, sondern wir, sondern meine erfahrenen Kollegen machen das. Und ja, wenn man da auch nicht weiterkommt, dann muss man ja auch die Gefäßchirurgen dann dazu rufen. Und um das überhaupt dann zu machen, muss man auch gefäßchirurgische Sachen wissen. Da reicht dann nicht nur gynäkologische Sachen wissen, sondern man muss dann auch wissen, wie die Gefäße im Halsbereich verlaufen. Und das fand ich ganz gut, weil
viele Sachen, wo ich dachte, so, das würde ich nie wieder gebrauchen. Jetzt merke ich, okay, du musst weiter lernen, du musst so viele Sachen wissen, weil wenn du Dienst hast, kann alles passieren. Ja, das war es auch, was ich euch mitteilen wollte gerade. Und ich hoffe, das war hilfreich für jemanden, der sich das mal auch gestellt hat, die Frage. Aber natürlich kann man noch viel mehr darüber erzählen, aber ich glaube, so Häppchen, also in kleinen Portionen sollte man das machen. Und ja.